Was ist das denn? Was habt ihr? Jetzt kommt mein gezeichnetes. Was? Was ist das denn? Was? Nein, Yvonne, meinst du, die sind online? Wenn ich so schlecht zeichnen kann, müsst ihr euch nicht über mich lustig machen. Ja, stimmt. Wir haben uns jetzt alle wirklich sehr mit Ruhm bekleckert mit unseren Zeichnungen. Die waren schon alle wirklich sehr herausragend. Hey, Leute! Was geht? Danja hier mit... Kahn, hallöchen und... René, hallo und... Claudio, hallo! Hallöchen! Leute, wir probieren heute mal wieder was Neues aus. Ich bin total aufgeregt. Ja. Leute, wir spielen heute mal Gartic Phone. Ja, ist das wieder typisch, dass Claudio hier ein Einhorn hat als Logo? Wollte ich auch gerade sagen. Wo hast du das denn abgezogen? Ich finde es viel typischer, dass du... Ja, ich weiß. Ja, also, gut. Sieht schön aus. Okay, was spielen wir und worum geht's hier? Ja, wir spielen Gartic Phone. Und zwar ist das wie Stille Post, aber mit Malen. Und weil wir ja alle so gut malen können... dachte ich mir, sollten wir das unbedingt mal spielen. Ich krieg echt zu viel. Und dann noch mit der Maus, wie soll ich das hinbekommen? Tja, Kahn, du kannst auch mit Stift und Zettel nicht. Ja, genau, das ist ja gerade das. Aber hier steht Ablauf. Kann man das nicht nur auf Schreiben machen? Wie meinst du jetzt? Ja, wir versuchen es einfach mal. Ich hab das schon mal gespielt. Du kannst nur Zeichnen machen, wenn dann. Okay, wir fangen einfach mal an, ganz normal. Wir gucken mal, wie es läuft. Was? Hä, was geht jetzt? Okay, also ich muss jetzt eine Geschichte anfangen. Bei mir steht das aber auch. Ja, bei ja, mir genau. Auch. Ihr macht das alle. Und das wird dann quasi einfach weitergereicht. Aber ihr dürft jetzt nicht sagen, was da steht. Ich bin schon fertig. Ich auch. Okay. Achso, oben rechts sehe ich auch, ist die Zeit, ne? Ja, genau. Genau. Und man sieht auch schon, wie viele Leute fertig sind. Ja, einer fehlt noch. Das ist bestimmt Claudio wieder. Ne, ich war fertig. So, jetzt habt ihr alle einen Satz und den müsst ihr malen. Okay. Okay. Wie gut könnt ihr so mit Maus und Dings zeichnen? Gar nicht. Gar nicht? Und ich könnte auch nicht mit Bleistift gut malen. Sehr gut. Dann ist doch das praktisch, dass wir heute ein Malspiel spielen. Okay. Ja, okay, das sieht mega gut aus, was ich hier gerade. Okay, und dann, wenn ich fertig mit meiner Zeichnung bin, einfach auf fertig. Genau. Du hast es ja fast. Gut, ich bin fertig. Echt nicht. Oh, das wird super. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin echt schlecht im Zeichnen. Ja, das sind wir alle. Und du bist, als ob wir alle zeichnen können, hallo? Das ist aber der Witz dabei. Ja. Oh mein Gott. Also ich finde, meine Zeichnung ist echt gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig darstellen soll. Darf man noch so ein Wort schreiben? Nein. So einen Ausdruck? Nein, du darfst nicht schreiben. Ja, sorry, aber mein Satz ist halt echt frech. Du darfst nichts schreiben. Vor allem mein Satz geht weiter und ich kann den nicht weiterlesen. Oder keine okay, Ahnung, dann werde ich auch gemacht. Radiere ich immer wieder was weg. Das ist echt unfair. Ich wollte gerade sagen, versucht mal bitte prägnante Titel zu wählen und nicht so einen langen Satz. Ehrlich. Vor allem bei mir. Den Satz wollt ihr gar nicht wissen, ey. Kann ich auch, darf ich auch nicht sagen. Ja, ich glaube, ich bin auch fertig. Okay, mein Kunstwerk ist fertig. Vielleicht an euch, also an euch, macht bitte einfache Sätze, weil, ja. Ey, was hast du denn für einen Satz, Claudio? Ja, den wirst du gleich sehen. Ich weiß es. Was ist? Das ist, glaube ich, mein Satz, den ich geschrieben habe. Ich hab geschrieben. Ich habe zwei Worte geschrieben. Was? Ich habe zwei Worte geschrieben. Na, ich kenn zwei Worte. Ich kenne diesen Satz. Aber kriegen wir gerade alle das gleiche gezeigt? Nein. Ich glaube nicht. Das was? So im Kreis. Okay, ich muss jetzt gerade nochmal das zeichnen, was ich beim zweiten Mal zeichnen musste. Hä, hey, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich irgendwie wieder zeichnen oder so. Ich muss auch was zeichnen, aber ich muss was Neues zeichnen. Ja, ich auch. Ich muss auch was Neues zeichnen. Was habt ihr denn gerade für ein Bild gesehen? Ich glaube, das sollten wir noch nicht sagen. Ich verstehe noch nicht ganz, aber gut. Naja, es soll halt witzig werden. Also, pass auf. Wir müssen quasi dann immer raten, was der davor gemalt hat. Weißt du? Und dann musst du wieder was malen und dann guck mal, was da für eine Story dabei rausgekommen ist. Oh nein, wenn ihr das seht, ne, ihr werdet...
Ihr werdet euch im Grund und Boden schämen für mich. Ja, was meinst du, wie es bei mir aussieht? Nein, nein, wirklich, ihr werdet euch im Grund und Boden schämen für mich. So fertig. Ihr werdet euch bei mir in Grund und Boden schämen. Guck mal, hier gibt's ja noch. Sieht unheimlich aus, was ich hier gerade zeichne. Doch, bei mir, ich hoffe, es klappt. Kann ich auch sehen, was die anderen gleich gezeichnet haben? Ich verstehe dieses Spiel auch nicht. Ich hab das bei den anderen gesehen, aber ich hab's mir nie angeguckt. Ja, es ist gut. Ihr werdet es gleich sehen, glaube ich. Das ist die letzte Runde in der Runde quasi. Ja, 4 von 4 steht hier, genau. Ja. Oh, ups, oh nee, nicht das. Nee, das ist nicht. Das hier. Ja. Obwohl, warte, ich könnte natürlich. Das ist dreckig, du lachst schon wieder. Das ist auch ein ganz dreckiges Kunstwerk, was ich hier gezeichnet habe. Oh Mann, ey. So. Boah, was mache ich hier? Ich glaube doch nicht wirklich, dass das bei irgendwem von uns gut aussieht. Ja doch, das denke ich über mein Werk. Freunde, wenn ihr das seht, ne, ihr werdet euch fragen, ob Claudio jemals in der Schule war und ob er Kunstunterricht hatte. Ich bin fertig mit meinem Kunstwerk. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. So, okay, und jetzt? Ich verstehe gar nichts. Wird jetzt eine Geschichte erzählt oder so? Ja, genau. Das, was wir jetzt gemacht haben. Album okay, von Danja. Das ist mein Album. Das ist meine Geschichte. Kahn stinkt seit gestern sehr, weil... Hä? Ja, aber... War das gut? Ja, schon. Oh! Ja, das ist doch eine zusammenhängende Story. Okay, dann schauen wir uns mal die nächste Story an. Jetzt kommt uns die Geschichte von René. Es war einmal ein Neon-Einhorn in der Gotham City. Oh nein, ich wollte meins nicht sehen! Oh nein! Jetzt kommt mein gezeichnetes. Was? Was ist das denn? Was? Nein, ich wollte meins nicht sehen! Oh nein, ich schäme mich. Jetzt kommt dein Ich schäme mich. Jetzt kommt das Album von. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt habt ihr es verstanden, oder? Ja, okay. Okay. Oh, Scherber. Nicht schlecht. Ich finde, das habe ich gut gezeichnet. Ja. Claudio Cloud Pets. Ja, Claudio Cloud Pets. Ist schon ziemlich stark und trainiert. Aber ich finde, aber ich der hatte, Sinn ist ich, angekommen. Ich hatte den Satz Claudio Cloud Pets. Ich dachte, das wäre das, was ich machen muss. Jetzt verstehe ich erst. Ich dachte, ich habe einen Satz gegeben, den andere sozusagen zeichnen. Verstehst du? Aber mach erstmal weiter. Ja mach erstmal weiter. Ist es ja auch. Oh nein, bitte nicht, Leute. Weil hier habe ich geschrieben Claudio Cloud Pets. Genau. René, du musst am Anfang, dass es... Ja. Eva, ihr schießt ein Einhorn. Was ist das für ein Einhorn? Ja, ich hab... Oh Mann, das ist so peinlich. Wollen wir doch eine Runde losgehen. Aber ihr habt jetzt verstanden, ja, okay, oder? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, gut. Okay. Machen wir weiter. Okay, jetzt müssen wir uns wieder eine schöne Geschichte ausdenken. Ich glaube, ich habe meinen Satz. Was ist das denn für ein Satz? Wer hat diesen Satz aufgeschrieben? Ganz ehrlich, derjenige, der den Satz aufgeschrieben hat, sollte sich im Grund und Boden schämen. Wahrscheinlich hat jemand von euch den Satz bei mir. Warum? Okay. Eieieiei. Ja, ich hab schon was. Ja, ich finde das doch sehr gut, also. Obwohl, warte. Nein, nee, eine Sache fehlt noch. Oh nein, Claudia, was machst du? Das ist wirklich. Also, das ist wirklich absolut verstörend, was ich hier gerade zeichne. Also, ich finde mein Zeichen. Ich hab's doch sehr gut getroffen, aber gut, ich hab auch Sachen, die mir gut zur Orientierung helfen, um ehrlich zu sein. Hast du? Also, hab ich kein Problem mit. Oh, gerade nicht. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Mir jetzt schon so leid. Glaub mir, Leute, schlimmer als meins kann es nicht werden. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, was mach ich da? So, ich bin fertig. Leute, ihr habt noch wenig Zeit, nicht vergessen. Ja, ich bin auch fertig.
Habt ihr? Was? Was ist das? Was? Ihr seid unverschämt, seid ihr? Das ist wirklich. Jetzt weiß ich auch, um welchen Satz es gerade ging. Naja, nicht wirklich, ich glaube, alle Sätze sind unverschämt. Achso, so soll's doch auch sein. Das denn, Nummer? Wer war das denn? Oh mein Gott. Was? Das ist wirklich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Okay, okay, ich weiß schlecht. Bei dem Wort hier gar nicht, was das sein soll. Okay. Kann ich vielleicht irgendwie sowas hier... Meine Maus spinnt! Was? Was? Meine Maus spinnt. Das ist schlecht, wenn deine Maus spinnt. Das ist in dem Spiel tatsächlich schwierig. Ja, sie backt da die ganze Zeit so rum. Hm. Na gut, traurig. Aber egal. Das krieg ich schon hin. Kann dir leider da nicht helfen, Claudio. Das ist okay. Claudio, kannst du mir bitte kurz sagen, was deine Augenfarbe ist? Braun. Braun. Okay. Kommst du? Ich glaube, ich kann mir denken, was du zeichnen musst. So, fertig. Warte, Kahn, mach mich nicht nervös. Oh, das ist super. Ey, das ist so schwer. Den Satz kann doch Sorry, Leute, wir können einfach nicht malen und zeichnen, gar nichts. Ey, das können wir wirklich. Aber dafür können wir uns kranke Geschichten ausdenken. Ja. Das gleicht sich ganz gut aus. Fertig, komm. Okay. So, jetzt gibt's eine schöne Geschichte. Oh nein! Okay. Dann ja. Das Album von René ist Claudius Lunch und lacht ihn aus, deshalb weinen. Du warst das? Das war das also, das war ich. Aber finde ich gut gemalt. Ich dachte, das war... Das ist so ein Claudius traurig. Ja? Okay, zwei sehr ähnliche Bilder. Aber Karl hat doch keine blonden Haare, René. Ja, ich habe auch keine blonden Haare. Ja, stimmt. Okay, guck mal, was nächster. Du bist so gemein, René. 150 Kilo. Okay, aber du hast was geschrieben, das darfst du eigentlich nicht. Ja, sorry. Claudio, du bist hier in der Massephase. Eure Geschichten sind voll langweilig. So, mal gucken. Ja, es ging bisher nur ums Essen. Oh, nicht schlecht. Aber warum ja, René ist total accurate. Warum? Hä? Warum? Aber ja. Das ist auch so Tintenfisch. Ja, passt doch, ne? Ja, ist okay. Du siehst ein bisschen gruselig aus. René will Claudio küssen, hat aber... Wer war das? Ach, das war Kahn. Das ist gut. Ja. Claudio füttert Kahn mit Spinat auf... Ja, alles klar. Alles klar. Was ist das denn? Och, Mann. Aber ich habe es gut gezeichnet, oder? Am Ende? Ja. Ja, muss ich wirklich sagen. Vor allem, man würde Kahn und Claudio nur an den Augenfarben erkennen. Schaut mal, grün und, ja, braun. Oh Mann, ey, Leute. Also ich finde das bisher sehr, sehr verstörend, was wir hier gemalt haben. Absolut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wollt ihr eine Runde noch spielen? Ja, klar. Ja. Okay, ja, gerne. Let's go. One more time. Fertig mit meinem Satz. Bin auch fertig. Also das, meine Geschichte hat wirklich Potenzial für einen Roman, würde ich sagen. Hey, ich entschuldige mich jetzt schon mal für das, was ich gerade geschrieben habe. Hey! Wer hat das geschrieben? Warum hab ich geschrieben, ey, um was es gerade geht. Was soll das? Ja, was denn? Das passiert doch nicht. Wer zieht Sammy mit rein? Oh nein, das ist aber schrecklich, das ist gemein. Ja, das hab ich gerade geschrieben, Kahn. Boah, da kriegst du sowas von Ärger. Ja, das dachte ich mir gerade schon. Aber ich dachte, komm. Ja, und jetzt? Was, ja, und jetzt? Meinst du, voll schwer? Wer das gemacht hat, ist das richtig gemein. Alles nicht so einfach.
So. Also ich kenne nicht alle Sätze, aber ich gehe davon aus, ihr habt wieder übertrieben. So. Warum sehen meine Tiere immer aus wie Panzer? Wie Panzer? Das kannst nur du beantworten. So, Mann. Ich möchte das nicht malen. Warum muss ich sowas malen? Kahn, das hast doch selbst du geschrieben. Wer denn? Wer? Was? Ja, das hast selbst du geschrieben. Das ja, wer ist du? Anderes. Du, Kahn, du hast das geschrieben. Nein, bestimmt nicht. Ich mache nur schöne Sätze. Ich bezweifle das irgendwie. Nein! Oh, jetzt mach mal fertig. Was zeichnest du denn die ganze Zeit da? Ich bin fertig. Was ist das denn? Hä? Kam, wie wird Sammy geschrieben? Mit I oder mit Y? Kahn? Was? Wie wird Sammy geschrieben? Mit I oder mit Y? Mit I eigentlich. Aber Spitzname kannst du auch Y machen. Och Mann, ey, also bitte. Vor allem, wer beginnt denn einen Satz mit denn? Danja, welche Augenfarbe hast du? Braun. Braun? Ja. Und welche Haarfarbe hast du? Hast du schwarz oder hast du dunkelbraun? Ich habe dunkelbraune Haare. Okay. Gut, gut, dass ich das nicht weiß. Ja, du siehst mich so selten. Das stimmt. Oh Mann. Der malt ihr alle noch? Ja. Warum denn? Ich bin schon fertig. Sorry, Miss, ich bin so gut und übertalentiert und... Nein, ich hatte einfach einen sehr einfachen Satz. Nur weil ich so schlecht zeichnen kann, müsst ihr doch euch nicht über mich lustig machen. Ja, stimmt, weil wir haben uns jetzt alle wirklich sehr mit Ruhm bekleckert mit unseren Zeichnungen. Die waren schon alle wirklich sehr herausragend. Aber ich finde es cool. Ist es ja auch. Okay, ich bin auch fertig. Ich auch. Ich will nur wissen, wer diesen Satz geschrieben hat, den ich zeichnen musste von vorhin. Storytime. Cole besucht Kahn zu Hause und guckt Sammy an. Das war deine Geschichte, ich weiß. Ja. Ich hab doch keine grauen Haare. Das ist nicht. Das ist deine Mütze. Die ist aber. Mann, hör auf zu erzählen! Claudio weint. Du pupst doch! Hä? Aber meine Mütze ist nicht grau, Kahn. Ja, ich weiß, aber damit man das sehen kann, verstehst du? Weil sonst denkt man, das sind deine Haare. Man versucht doch mal ein bisschen kreativ zu denken, Claudio. Ach, das war die Mütze, die du da gemalt hast? Danja zündet ihren Furz an. Ich dachte, der wäre von dir, Kahn. Aber gut gezeichnet, Danja. Gezeichnet. Denn dann Slime. Ja, schön wär's. Ja, aber es passt, es ist ja fast das Gleiche. Hä, ich finde, Claudio hat voll gut gemalt. Ja, ich finde gleich die Geschichte gar nicht so schlecht. Kann doch hat kein Toilettenpapier, ja. Mhm. Ist gut. Sehr gut. Jetzt kommt meine Zeichnung. Haltet euch fest. Oh, gut. Okay, das ist echt gut. Das ist stark. Aber nicht das Wow vergessen, ne? Ja, wow. Das ist stark. Und das da drunter ist ein ganzer See davon. Oh nein, schaut mal meine Zeichnung. Ah. Ach so! Die Frisur sieht einfach aus wie. Nein, ich scheiße! Aber was soll die Flagge da dahinter? Ja, Bundeskanzlerin, was soll ich euch denn wissen? Ja, Leute. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Danja. Ja, finde ich auch. Leute, wenn es euch heute auch Spaß gemacht hat, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, wenn wir mehr so Videos mit Gartic-Porn machen sollen. Ich finde es sehr lustig und ja, ihr könnt witzig. Das natürlich auch ausprobieren. Das Spiel ist kostenlos. Ihr könnt einfach nach Gartic-Porn googeln und dann könnt ihr das mit euren Freunden oder mit der Familie spielen. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Und Leute, wir sehen uns
beim nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.